Die Bonobos, die wissen, wie es geht. Mit Sex verhindern die Zwergschimpansen Ärger in der Gruppe und Kriege untereinander. Ob das nicht sinnvoll auch auf den Menschen zu übertragen wäre, ist eine der vielen Fragen, die sich Kabarettistin Tatjana Meissner natürlich wissenschaftlich untermauert für uns alle stellt. Heute in Aus dem Archiv. Der Mensch trägt die Krone der Schöpfung als König der Evolution. Hat alles erreicht und nun sitzt er auf dem Thron der Perfektion. Kantige Gesichtszüge signalisieren uns Frauen, der hat gute Gene, von dem wollen wir ein Kind. Weiche, runde Gesichtszüge dagegen sagen uns, das ist der Doofe, der später dafür bezahlt. Sexuelle Evolution heißt das aktuelle Bühnenprogramm von Tatjana Meissner. Die Kabarettistin, Autorin und Fernsehmoderatorin präsentierte die Stand-up-Comedy-Show Anfang März im Teltower Ernst-von-Stuben-Rauchsaal im Neuen Rathaus. Frech, aber nicht unanständig beschäftigt sie sich mit der sexuellen Entwicklung des Menschen von unseren Urahnen bis heute. Dabei nimmt die 54-Jährige auch den Umgang mit Sexualität im 21. Jahrhundert aufs Korn, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Du Mutti, sag mal, wie fühlt denn sich das an, wenn eine Frau einen Orgasmus hat? Meine Mutter, als ob sie mich nicht gehört hätte. Dann guckt sie kurz hoch und sagt, das kann man nicht beschreiben, die Diskussion ist beendet. Punkt. Als ich klein war, war es ein Tabuthema, natürlich, wie für alle. Man durfte nicht drüber sprechen. Meine Oma hat mich auch schwer katholisch erzogen. Da war das sowieso Baba. Und wenn man so älter wird, das wird jeder kennen, ne? Dann beschäftigt man sich zwangsläufig damit und denkt, warum reden sie alle nicht drüber? Oder warum weiß ich bestimmte Dinge nicht? Also als ich zum Beispiel zum ersten Mal Sex hatte, wusste ich gar nicht, wie das geht. Ich hatte, ich wusste nicht, wie lange, wie oft, warum überhaupt und wieso mir das keinen Spaß macht. Und hätte man mit mir vorher drüber geredet, dann wäre das wahrscheinlich nicht so passiert. Oder hätten wir Bücher gehabt damals darüber, wo das drinsteht. Das gab es ja alles nicht. Und insofern habe ich es mir auf die Fahnen geschrieben, da ein bisschen Aufklärung für die zu betreiben, bei denen zu Hause immer noch wenig drüber gesprochen wird. Sex macht Kinder, Sex hat eine Funktion. Wenig später kam mein Baby schon. Der Beischlaf und eheliche Pflicht. Lust empfand ich dabei eher nicht. Die ehemalige freiberufliche Tänzerin bindet Gesangs- und Tanzeinlagen in ihre Programme ein. Insgesamt drei sind es bislang. Männer, Frauen und Sex steht dabei immer im Fokus. Den Beginn machte sie 2009 mit Meissners Sexgeschichten. In Alles außer Sex 2011 ging es um die Unsicherheiten von Männern und Frauen beim Älterwerden. Die rund zweistündige sexuelle Evolution feierte im Herbst 2014 Premiere. Ich widme mich diesem Thema sexuelle Evolution, weil ich einfach was über Sex, also ich wollte im Titel das Wort Sex haben. Als ich damit angefangen habe, ein einziges Mal für ein Nachtprogramm hatte ich im Titel Sex. Und das hat... Man hätte es wissen können, aber das hat mich trotzdem überrascht, dass sofort mindestens doppelt so viele Leute kamen, nur weil dieses Wörtchen im Titel stand. Und da ich, glaube ich, die einzige Kabarettistin bin oder Comedian, die immer dieses Wort im Titel hat, ist das schon ein Alleinstellungsmerkmal und ich rede halt gern drüber. Ob Menopause, Klimawandel oder Rentnerschwemme, ihre Ausführung stützt Tatjana Meissner auf wissenschaftliche Thesen von Evolutionstheoretikern. Dabei geht sie auch der Frage nach, ob uns Menschen sinnvolle Erbanlagen aus der Tierwelt abhanden gekommen sind. Es gibt viele Reflexe, die wir gar nicht bemerken, die es immer noch gibt. Nehmen wir zum Beispiel mal Ingo und Kalle, alle beide sitzen breitbeinig. Das ist für Männer völlig normal. Du musst jetzt nicht rumtänzeln. Du sagst, so. Primatenforscher nennen das Genitalpräsentation. Das ist ein Reflex. Und wir Frauen, wir wissen reflexhaft sofort, was das zu bedeuten hat. Das ist eine Begattungsaufforderung. Es gibt ja Spezies, unsere nächsten Verwandten, die Bonobos, die ja Kriege verhindern, indem sie permanent miteinander koitieren. Und da mache ich mir eben dann auch so meine Gedanken drüber. Und das zielt durchaus auch auf die derzeitige Situation in Europa ab. Ja. Und da sitzen wir Menschen nun in der von christlicher Moral und Emanzipation determinierten Zwickmühle und wissen überhaupt nicht mehr, wie wir zusammenkommen sollen. Nee. Wir Frauen warten
Und die Männchen haben ständig Angst vor Sexismusvorwürfen. Haben immer Angst, was falsch zu machen. Ne, Karl? Was du machst, machst du doch verkehrt bei deiner Frau. Immer kommt's falsch an, ne? Und der Sex, Karl, der bleibt auf der Strecke. Und am Ende der Weltfrieden. Ne? Sie ist einfach sehr natürlich in der Beziehung und sehr offen und spricht eigentlich auch Gesellschaftsprobleme an, im Grunde genommen. Es ist ja nicht nur Geplänkel, sondern auch mit ein bisschen Hintergrund. Ne? Also super, was die für Temperament auf die Bühne bringt. Gefällt mir unheimlich gut. Bin ja ein Tick älter, aber das Temperament würde ich gerne noch haben. Ach, ich freue mich ja schon, wenn die Leute über ihre eigene Sexualität, über die Sexualität, die sie im Leben erlebt haben, einfach mal lachen können. Ja, ich glaube, viele nehmen das Thema viel, viel, viel zu ernst. Man muss das nicht unter der Decke halten, man kann auch mal lachen, wenn was schief läuft, und man kann auch mal Quatsch ausprobieren, um dann vielleicht festzustellen, dass es Spaß macht oder nicht. Und am meisten würde mich ja freuen, wenn die mal miteinander reden würden darüber, was ihnen gefällt oder was nicht. Die Vernunft trägt einen Schwarzbart und weiße